Ja, hier bin ich wieder, euer Patrick. Wir sind gerade auf dem Weg nach Solms, haben die Cyborg 6 im Gepäck. Ja, Paint ist da, ist ja das Bundesliga-Feld. Was aber ganz besonders da ist, wir haben 300 Bar da, deswegen konnten wir es eben nicht bei Max drehen. Ja, werden den Effizienztest, der angekündigt war im letzten Video, quasi gleich in Solms durchführen, ja? Und mal schauen, wie viel Paint da wirklich rauskommt aus dem neuen Wundereisen aus Australien. Ich denke mal, dass wir irgendwas so an die 10 Pötte schaffen werden, was auf jeden Fall beachtlich wäre. Mal gucken, ob ich da falsch oder richtig liege. Wir sind jetzt in Solms angekommen. Wir machen das jetzt fertig hier, in Solms quasi schon Vorbereitung für die DPL. Ja? Wird also schon klar Schiff gemacht, Kompressor gewartet, Feld sauber gemacht, Paint gerade reingeschafft. Ja? Wir nutzen die Gunst der Stunde, um wie gesagt die Cyborg jetzt mal auf Herz und Nieren hier wirklich zu testen, zu gucken, ob wir wirklich 10 Pötte aus der Cyborg rauskriegen. Ja? Und ja, also bleibt dabei, ich ziehe mich einmal kurz um und dann geht es eigentlich direkt weiter. Also bis gleich. So, ich bin umgezogen. Hab die Cyborg dabei, sehen ein bisschen dreckig aus, sorry. Hab meine Sachen ehrlich gesagt vor dem Videodreh nicht gewaschen. Wir haben am Wochenende Training gehabt, wollten die Woche oder trainieren die Woche jetzt nochmal vor der Bundesliga und ja, ich bin eine kleine Schlampe, gebe ich zu. Vor der Bundesliga wird es natürlich alles wieder gewaschen, weil die Sponsoren müssen natürlich alle zu sehen sein. Also ist jetzt kein Trend, der wiederkommt oder so, dass ihr eure Sachen nicht waschen sollt. Müsst ihr mir ein bisschen nachsehen. Das heißt, wir sind in Solms, hatte ich ja eben angekündigt, auch schon auf der Fahrt hierhin. Solms ist das ja, Bundesliga-Mekka schlechthin in Deutschland. Ja. Hier trainieren eigentlich die besten Teams in ganz Deutschland, kommen jedes Wochenende zum Training hin. Hier findet die erste Bundesliga, die zweite, ich glaube bis runter zur Bezirksliga statt. Hier findet der Livestream, wird die übertragen. Ja. Ist einfach eine optimale Trainingslocation, wo wie gesagt die Top-Teams ja europaweit vor der Millennium auch hier dann trainieren, wenn sie denn in Deutschland ist. Ja. Also kommt einfach mit mir mit und dann geht es eigentlich direkt los. Ja, ich habe angekündigt, meine Cyborg selbst, meine eigene Cyborg dabei, ne, ist mit einem Dai-Rotor. Ne, wir sind ja von Dai gesponsert. Wie gesagt, Vorsicht, ich nehme den Barrel-Sock ab, das wird unsicher. Ja. Wir haben einen Dai Ultralight Boomstick drauf. Ne. Wir sind auch von Dai gesponsert. Der Shift 2 Lauf, der vor allem der ganz neue, der jetzt wie gesagt mit der Cyborg 6 kommt, ist in der Tat ein sehr, sehr guter Lauf. Ja. Aber das ist jetzt mein Setup, das soll natürlich auch authentisch sein, womit wir hier jetzt spielen. Ne. Und die Fuel Ultralight Flasche, 1,1 Liter Flasche, ganz wichtig jetzt für den Effizienztest, um das zu sehen. Ja. Wir gehen auf dem Feld nochmal über meine Einstellung beim Markierer drauf, gehen jetzt erstmal an die Luft, ja, und füllen erstmal Luft nach, dass wir wirklich mit 4500 PSI Druck dann auch filmen können. Ja. Das muss einmal wieder mitkommen. Und jetzt quasi einmal in der Pitbox. Ich dachte, hier machen sich alle Teams vorher fertig. Checken mal kurz den Druck. Ja, wir sind jetzt hier. Können wir einmal sehen. Ein klein bisschen sogar unter 4,5. Ja. Also 4500 oder 4300. Ja. Hier drauf sind und im besseren Licht zeige ich euch jetzt gleich nochmal die Einstellung vom Markierer, den auch durchs bessere Licht durch. Ja. Das heißt, gehen wir jetzt hier das Feld drauf. Ich mache die Maske erst gleich drauf. Ich nehme ja auch gleich erst den Laufstopfen ab. Also müsst ihr mir nachsehen. Ja, wir haben da schon mal was vorbereitet, wie in der Kochsendung. Haben wir natürlich die Paint jetzt vorbereitet, dass ihr nicht schauen müsst, wie lange ich jetzt potte und wie mühsam ich jetzt potte. Ja? Und wir können eigentlich direkt loslegen. Also, eine wichtige Sache vorab für euch, noch einmal die Markierereinstellung. Hier auf die Drücke runter. Ja. 215 HP LP 70. Meine eigene Einstellung jetzt hier auf dem Setup. Ja. Den ich auch in der Bundesliga dann spiele. Nächste Sache. Hopper ist komplett leer. Haben wir jetzt keine andere Paint drin oder härtere Paint. Ja. Das ist die gleiche Sache. Wir wählen jetzt, wie gesagt, Markierer kommt ja auf den Tisch. Der verschwindet jetzt auch nicht. Ja. Wichtige Sache. Einmal noch jetzt mit der Paint. Wie gesagt, Paint ist vorgepottet. Ihr seht jetzt überall Hellfeuer drin. Keine Trainingspaint oder irgendwas anderes. Ja. Wir nehmen jetzt einfach irgendeinen. Müsst ihr mich anschauen, ich nehme jetzt blind einfach irgendeinen Pott raus. Ja? Ich drehe mich nochmal im Kreis. Ja? Das war ein Pott. Ich nehme mir da, der hat gewackelt, warte, den nehme ich. Den Pott, ja.
Den machen wir einmal kurz einen Mini-Paint-Test, ja, oder Drop-Test hier an der Base. Und ihr seht, wie gesagt, dass die Paint auch brüchig ist, ja. Na, jetzt habe ich vorbeigeworfen, da, zweite, wie gesagt, machen gleich mal, ja. So, da, jetzt ist es aufgegangen. Okay. Da seht ihr, wie gesagt, brüchige Paint jetzt hier, ist jetzt natürlich hier im Stehen aus der, ja, an den Pfosten hier zu werfen, keine optimale Sache. Wir machen sonst aber gleich auch gerne mal draußen, ja, für euch nach dem. So, ihr seht, brüchige Paint, ja. Das heißt, Moment, hätte ich beinahe wieder einen Fehler gemacht, ja. Zum Glück habt ihr mich letztes Mal gerügt, ja. Also wie gesagt, Maske natürlich auf. Und dann geht's eigentlich los. Das heißt, Pot Nummer 1. Pot Nummer 2, ja. Pot Nummer 3. Pot Nummer 4. Nummer 5. Nummer 6, ja. Nummer 7, ja. Nummer 9. Ja. Nummer 10. Paint ist leer, ja, ihr seht, der Lauf ist eingefroren, ja, bisher kein Platz, ja. Den Lauf sollten wir mal drauf. Und wir müssen nachpotten.
Ich dachte, da geht so nicht so viel geht oder mehr wie 10 geht. Aber wie gesagt, Nummer 11, ja, tun wir schon wieder rein. Und wir machen nochmal Nummer 12. Schauen wir mal, optimistisch. Wie gesagt, 11, da war schon drin, Maske geht wieder drauf. Ich merke jetzt aber, wie die Paint nachlässt auf jeden Fall. Jetzt kann ich nicht mehr gut schießen. Ja? Also 10, 11, jetzt der 12. drin. Da wird jetzt nicht mehr viel kommen. Ihr werdet jetzt gleich sehen. Ja. Kann man aufhören. Das heißt 11,5. Ja? Bei 11 wurde dann nachher, wie gesagt, habe ich selbst gemerkt, dass die Luft da ein bisschen rausgegangen ist. Also 11,5 Pötte jetzt geschafft haben rauszuschießen. Genau die Paint, die ich jetzt gerade geschossen habe, nochmal im Drop-Test, dass ihr seht, dass wir hier keine Fake-Clips oder irgendwas machen. Ja? Den Hopper nicht gewechselt, ist immer noch der gleiche Hopper. Ja? Im ersten Video war ja im Nachspann dann ein anderer Hopper drauf. Ja? Das hat aber nur Gründe, weil wir uns entschieden haben, den Nachspann nochmal zu drehen. Ja? Wo wir die Einstellung danach gezeigt haben. Ja? Das heißt, ich nehme jetzt hier Paint raus, ja, Paint aus dem Hopper, ja, nirgendwo anders hergekommen, ja, und mache nochmal einen Drop-Test. Ja. Ich glaube, die erste ist gerade schon runtergefallen. Ja. Ja, sorry. Kommt noch mehr? Wie gesagt, gerade. Also ich denke, ihr seht, dass wir hier extrem brüchige Paint hatten. Kein Gefake bei uns. Wir haben 11,5 Pötte geschossen. Ja, danach, also ab dem 11. war die Luft dann auf jeden Fall low. Ja. Wir haben dann abgebrochen. Wir hätten jetzt noch was weiter schießen können, aber wie gesagt, die Reichweite war nachher einfach nicht mehr da. Und wir haben extrem brüchige Paint geschossen. Ist jetzt quasi fast jeder aufgegangen. 90% der Paint, die ich jetzt hier gerade auf den Boden geworfen habe, die hier aus dem Hopper gekommen ist. Ja. So, mein Feedback zu Cyborg ist auf jeden Fall gigantisch. Ja. Wir haben 11,5, ja, Pötte wirklich rausgeschossen mit 70 PSI. Ich denke, da können wir noch ein bisschen mehr feintunen. Ja. Also wie gesagt, haben den Markierer selber mit Syndicate 1,5 Wochen. Ja. Wenn wir da ein bisschen tiefer drin sind, der Markierer eingelaufen, das denke ich, können wir auch mit einem niedrigeren PSI nachher hier spielen. Ja. Oder Low-Pressure-Druck jetzt hier generell, um da vielleicht noch einen Tick mehr Paint rauszukriegen. Aber 11 Pötte. Und die extrem brüchige Paint, die ihr gerade gesehen habt, die wir geschossen haben. Wir haben keinen einzigen Platzer geschossen, ihr wart dabei, auf dem Feld habt ihr es gesehen. Sollte, oder hat zumindest mich überzeugt. Ja. Wenn ihr jetzt selber mit dem Team das mal testen wollt, weil ihr vielleicht vorher Skepsis hattet, habt gesehen, wow, 11 Pötte und mega brüchige Paint hat es geschossen. Wir wollen das mit dem Team mal testen. Dann schreibt eine E-Mail an marketing@max-sport.com. Ihr kriegt Markierer, ich glaube für eine Woche oder so ausgeliehen. Ja. Könnt den ohne irgendwelches Risiko oder irgendwelche Verbindungen, ja, nachher oder Zwänge einfach testen. Wenn ihr nicht mehr haben wollt, schickt dann zurück. Wenn ihr ein Angebot für euer Team haben wollt, weil ihr euch mit mehreren den kaufen wollt, wie gesagt, bleibt ihr natürlich weiterhin mit der E-Mail und mit den Leuten, die euch dann kontaktiert haben, weiter in Kontakt. Und ja, die machen euch ein gutes Angebot. Wie gesagt, ja, ich bin überzeugt. Danke euch fürs Einschalten und wir sehen uns demnächst. Ciao.